In der evangelischen Kirche Klitten ist zurzeit eine ganz besondere Ausstellung zu sehen. Pfarrer Daniel Jordanow verrät uns, worum es dabei geht. Wir haben die Krippen zur Verfügung gestellt bekommen von der Vorsitzenden der evangelischen Kulturstiftung Schlesien und den Görlitzes von Frau Kempken. Sie hat gemeinsam mit ihrem Mann über 500 Krippen gesammelt und nun 50 ihrer Krippen aus aller Welt zur Verfügung gestellt. Fast jeder Kontinent ist hier vertreten mit einer oder mehreren Krippen gar. Und es ist spannend zu sehen, wie unterschiedlich inkulturiert die Weihnachtsgeschichte in den unterschiedlichen Ländern der Welt, unterschiedlichen Kulturen beheimatet ist und dort Heimat auch gibt und erinnert an die Weihnachtsgeschichte, an die Menschwerdung des Herrn Jesus. Bis zum 2. Februar kann die Ausstellung in der Loge der Kirche montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr besichtigt werden. An Wochenenden oder zu anderen Zeiten ist eine telefonische Anmeldung erforderlich. Die Klittener Kirche errang im vergangenen Jahr den 3. Platz im Wettbewerb Kirche des Jahres. Wir stellen das Gotteshaus demnächst einmal ausführlich vor.